Der Club The Garage, eine bekannte Adresse in der Londoner Musikszene. Hier läuft Mainstream, vor allem Rockmusik. Nichts Besonderes also. Aber spannend wird es hinter der Theke, denn der Weg durch die Küche führt zum Kult. Immer am Wochenende erwartet den zielsicheren Gast hinter der Treppe ein Erlebnis der besonderen Art. Hier ist die Musik von einem anderen Stern. Der kosmische Club, so heißt der Raum im ersten Stock, bietet Krautrock. Kraut steht mehr oder weniger liebevoll für Deutsch. Ob es Rock ist, darüber kann man streiten. Und die Musik erinnert vage an die Gruppe Kraftwerk in ihrer frühen Phase. Der Veranstalter ist sicher, dass dies der Sound der Zukunft ist. Die Leute haben die Nase voll von all dem flüchtigen angelsächsischen Zeug. Sie wollen endlich wieder heroische Musik hören, die Kraft hat, die mit sich selbst im Reinen ist und die wirklich tief innen wirkt. Musik eben, die ins Gehirn geht. Sie wissen schon, was ich meine. Cosmic Volcano Bears, die kosmisch-vulkanischen Bären, so heißt die Krautrockband an diesem Wochenende. Hier die kosmischen Sieben bei einer Konzertpause. Warum sie Krautrock spielen? Einfach, weil es Spaß macht. Das ist dem Bandleader als Begründung nicht genug. Wir haben schon Musik mit Pfannentöpfen und Waschbrettern gemacht, meint er. Man kann Musik überhaupt mit allem machen. Krautrock ist deswegen gut, weil er konsequent ist. Man übt nicht, sondern spielt einfach. In der Musikindustrie gibt es sowieso schon zu viele Kompromisse. Wir sind da, um damit Schluss zu machen. Kompromisslosigkeit zeichnet scheinbar nicht nur den Krautrock aus, sondern auch seine Bewunderer. Ebenfalls in einer Konzertpause bieten die Brüder Freeman ihr neu erschienenes Buch an, ein umfassendes Werk über die Geschichte des Krautrock. 10 Jahre lang haben sie daran geschrieben. Diese Musik ist so vielfältig, da braucht ein Buch eben seine Zeit. Die Zeit der psychedelischen Musik schien eigentlich vorbei, sie hatte ihren Höhepunkt vor über 20 Jahren. Im kosmischen Club aber glaubt man, dass der Countdown fürs Comeback bereits läuft. Jetzt ist genau die richtige Zeit für diese Art von Musik. Die Welt ist verrückter geworden, die Musik war schon immer verrückt, also nähert sich die Welt der Musik an und damit gehört ihr die Zukunft. Die Begeisterung beim Publikum äußert sich eher zurückhaltend, vielleicht passend zum Psychedelischen. Krautrock selbst ist eher Geschmackssache. Konsequent ist die Musik mit Sicherheit, womöglich sind das ja wirklich die Klänge der Zukunft.